Liebe Freunde des Weißen Sees, zuerst wünsche ich euch ein gutes neues Jahr 2015 und ja, wir stehen jetzt am Weißen See, der Eismeister steht neben mir und wir sind gespannt, wie ist die aktuelle Situation am Weißen See. Ja, ich sage auch mal ein herzliches Grüß Gott aus der Eislauf-Arena Weißensee. Wir haben momentan optimale Bedingungen. Wir haben können in den letzten Tagen, der Bernhard hat ca. 11 Hektar Schnee frei gemacht. Wir haben Eislaufbahnen, das ist reines Wasser gefroren. Und das ist das beste Eis, was es gibt. Schade, dass das Spiegeleis weg ist. Wir haben ca. 3,5 Kilometer Eislaufrundbahnen und die werden nachher gekehrt. Der Hubert Stampfer hat vor Tagen, wo wir mit dem Quad nicht fahren haben können, ca. 1000 Löcher mit einem Zeppelin gemacht. Dann kommt das Wasser auf, der Schnee wird nass, die Kälte kann wirken und wir können da in ein paar Tagen dann schon mit dem Auto fahren und die Eislaufbahn dann dementsprechend verlängern oder vor allem, dass es dann für unsere Freunde aus Holland die Rundbahnen gibt für die Großveranstaltung. Wo schätzt du, wie viele Personen sich jetzt gerade am Eis befinden? Ja, gestern waren wir bei 700, 800 und heute rechnen wir schon, dass 1000 Leute zusammenkommen, inklusive sagen wir, unseren Gästen und einfach Personen am Eis. Und das ist natürlich sehr erfreulich, weil es ist ja momentan das einzige in Kärnten, wo man Eis laufen kann. In den nächsten Tagen könnte laut Wetterbericht ein oder zwei wärmere Tage kommen, Norbert. Wie siehst du das in der Relation zum Eis? Ja, wenn es jetzt stimmt, dass ein paar in den nächsten Tagen Plusgrade gibt, auch in der Nacht, das macht eigentlich weniger, es wäre natürlich besser Minusgrad, aber wir haben jetzt so kalte Tage, Nächte gehabt, die Kälte speichert sich im Eis und wir können da zwei, drei Tage leicht überbrücken mit Plusgrade, bis die Kälte heraus ist und dann wird es hoffentlich wohl wieder Minusgrade geben. Also ich bin gerade über die Brücke hergefahren, habe gesehen, rechts ist alles zugefroren, also der westliche Teil und links ist noch Wasser. Norbert, kannst du uns irgendwas sagen, wie es mit dem östlichen Teil des Weißen Sees in den nächsten Wochen ausschauen könnte? Ja, grundsätzlich ist es immer so, der Westteil fährt so zu Ende November, Anfang Dezember zu. Und der Ostteil einen Monat später, aber heuer ist auch der Westteil etwas später zugefroren. Und jetzt einen Monat später, das wäre jetzt in einer Woche, könnte sein, das geht dann wieder recht schnell. Es wäre halt gut, dann ein anständiger Wind rein, dass das Wasser abgekühlt wird. Und dann kalte Nächte und wir haben dann auch wieder ein Spiegeleis. Das sind alles so Wünsche. Das kann ich auch zuschneiden. Kann man auch nichts machen, aber werden wir das Beste draus machen. Weil wenn sie ihn zuschneiden, dann geht es bald einmal. Wenn ich rundherum schaue, extrem viele Menschen da am Weißen See. Norbert, welche Aktivitäten oder welche Möglichkeiten gibt es, die man da am Weißen See machen kann? Ja, in erster Linie ist natürlich das Eislaufen. Und dann kommt aber auch das Spazierengehen am Eis, das Wandern. Das ist vielleicht fast ein Viertel von den Gesamtmenschen, die sich dort bewegen. Dann haben wir sehr viele Hockeyplätze. Und nach Bedarf überall Eisstockbahnen. Die Eisstockbahnen werden dort gemacht, wo einfach die Leute Eisschießen wollen. Die müssen nicht was gut wie weit gehen. Wenn es die Möglichkeit gibt, wird das vor einem Hotel gemacht. Und da haben sie dann seinen Spaß. Sonst wisst ihr eigentlich nichts. Natürlich, die Kinder sind auch da zum Familienhockey spielen. Und wenn es dann gut haltet, dann kommen auch die Pferde aufs Eis. Das ist natürlich dann sensationell, wenn die Pferde kommen und das ist immer einfach, was die Leute fasziniert, dass es möglich ist. Und dann darf man nicht vergessen, wir haben auch zwei Labestationen am Eis, es kann ein Dreieck sogar haben. Und zwar die Esther ganz im Westen, dann haben wir einen sonnigsten Eck am See, das ist Petras Seestüberl. Und dann haben wir unten die Chachelaria am Seewiesenlift und die sind momentan alle sehr überfüllt, weil sie einfach gute Sachen anbieten können. Also nochmal, die Eislaufflächen, die habt ihr perfekt präpariert. Schaut richtig super aus, aber wie schaut es denn jetzt abseits der Eisfläche aus, auf den Loipen und auf der Piste?
Ja, die Bergbahn ist in Betrieb, es ist alles in Betrieb. Es gibt da tolle Langlaufloipe. Es ist vielleicht noch nicht so ausgeweitet, wie es alle gern hätten. Aber es ist möglich, lang zu laufen und Snowboarden. Und vor allem auch am Ufer gibt es herrliche Spazierwege. Und was will man mehr? Die ganzen Sportaktivitäten, die es im Winter gibt, die Möglichkeiten, die haben wir jetzt am Weißensee. Und ich hoffe, dass es noch besser wird. Es ist eh schon sehr gut, aber es kann ruhig noch besser werden.